Er ist kleiner Kundschafter. Und schon ist er genervt. Warten wir es ab, ne? Oh, Dracula. A blast from the past. Immer diese Vampire. Janda. Die habe ich sogar auch. Ah, aber das ist ein Schatten, kein Vampir. Das ist Janda. So, fertig? Schön, schön. Die können sich vermehren, die Dinger da, ne? Irgendwas war da. Nee, wenn die in den Friedhof kommen, kann ich eine Karte ziehen. Ach so, ja, halb so wild. So. Schwimmen die Zofe. Wenn ich hier gelegt wird, darf ich eine Karte ziehen. Das gefällt mir nicht. Die greift mal an. Für 200. Ja. Ist sie kaputt, darf ich eine Karte ziehen. Ja, toll. Und gerade nur mit Ware. Sie. Du bist. Nein. Ja, das passt alles. Hoffe ich doch. So, dann erhole ich ein anderer Zauberstab. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Fertig? Ja, das mache ich jetzt. Wenn er angreift, kann ich halt immer nicht. Ja, lass mal die ganzen Strategien durchgehen. Das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Aber ich spiele Ringkampf. Oh, was kann diese Karte denn? Diese Karte. Immer wenn diese Karte Schaden zufügt, lege eine 100-110 Marker auf sie. Oh. Diese Karte erhält zielsicher, solange mindestens eine 100-110 Marke auf ihr liegt. Entferne eine 100-110 Marke von dieser Karte. Diese Karte erhält flugfähig bis zum Ende des Spielzugs. Autsch. Dann würde ich abgeben. Der Stuhl knarzt. Alter, Stühle sind doof. Das gefällt mir alles gar nicht. Die siebte Karte musste man dann abwerfen, ne? Ich hatte den Fall noch nie. Tobi? Ja. Muss man die siebte oder die achte Karte abwerfen? Wenn du mehr. Was? Beim Handkartenlimit. Siebte oder achte abwerfen? Sieben Karten ist das Handkartenlimit. So, alles also Karte abwerfen. Gut, gut, gut. Das wollte ich nur nochmal wissen. Aber erst am Ende. Mhm. Muss man ja alles wissen. So ein bisschen. Ach komm, spielen wir noch eine Zofe. Darf ich jetzt noch eine Karte ziehen? Genau. Baller dich mal zu. Mhm. Irgendwann bist du decktot. Nein, das passiert mir jetzt. Du bist. Okay. Wie viele Karten hast du? Sieben. Ein neuer Zauberstein. Nee, ich weiß nicht. Für zwei spiele ich die Mikage-Schwester. Ja. Also, wenn ich sie tappe, zerstöre einen Resonator deiner Wahl mit einem ATK von 200 oder weniger. Oder aber diese Karte fügt deinem Gegner 200 Schaden zu, du erhältst 200 Lebenspunkte. Oder bewege eine 100-100 Zählmarke von einem Resonator deiner Wahl auf diese Karte. Aua. Die arbeiten nicht mit 100-110 Marken, das ist dann viel böser. So,
Und ich möchte gerne auch meine erste Zählmarke haben und greife an. Wenn die angreift, kriegt die eine. Ne? Mhm. Dann blocke ich mit einer Zufe. Die hat ihren Dienst getan. Wenn sie Schaden zufügt, habe ich. Ja. So. Sehr schön. Kann ich sonst noch was? Ach, weil es so schön ist, spiele ich Sarah auch noch. Ja, genau. Diese Karte kann nicht angreifen, solange kein Zehnmarker auf ihr liegt. Für zwei und einen zusätzlichen. Diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 200 Schaden zu. Dadurch kriege ich eine Zehnmarke. Und falls mein Herrscher jetzt Mikage wäre, würde ich sogar zwei Zehnmarken bekommen. Ist er aber nicht. Ist er angreifend? Drakulär. Ja. Alucard. Dracula rückwärts. Genau. Der Unsterbliche. Mmh. Unsterblich. Das ist mir egal, da habe ich was gegen. Ja, dann ist das super. Dann gebe ich ab. Es wird nicht besser. Nicht? Nee. So, jetzt habe ich schon mal vier, das ist doch schon mal gut. Damit kann man jetzt, ich Angst. Jetzt kann ich das Deck endlich spielen. Sehr schön. Naja, halbwegs. So, für zwei die Invasionstruppen. Mhm, sie machen. Für jeden Wasserzauberstich erhalten sie plus 100 plus 100. Mhm. Das heißt, momentan haben sie 700, 700. Mhm. Wie meine Renka. Okay. Ja, ich gebe meine Feuersprüche und Feuersprüche sofort alle überweisen. Ist ja widerlich. Mhm. Das ist ja immer verliebert, ne? Die mag ich nicht. So. Dann wirst du die jetzt noch viel weniger mögen. Mhm. Die Muse. Oh. Und jetzt weiß ich endlich, wie man sie richtig spielt. Ja, erzähl nochmal. Ja, sie ist ja auf dem Spielfeld, dann muss ich einen Typen benennen und darf die oberste Karte vorzeigen. Wenn es das ist, darf ich es auf der Hand nehmen, ansonsten wird sie einfach wieder oben draufgelegt. Aha. Und halt, man muss die Resonatoren DEF definitiv erreichen, ansonsten verpufft der Schaden. So, ich bestimme jetzt als Typ. Okay, das heißt, ich brauche 600. Ja. Du bestimmst als Typ Wasser. Nee, Resonator. Ach so. So, mal gucken, ist es ein Resonator? Jawohl, das heißt, ich darf sie auf die Hand. Und habe 7 Handkarten. Das ist gut. Ja, dann gebe ich ab. Gut, dann ziehe ich. Oh, oh. Ich ahne Übles. Ich erhole. Ein Zaubersteinchen. So, und spiele für zwei den Tod um Mitternacht. Dieser besagt, dein Gegner verbannt einen Resonator, lege eine 100-110 Marke auf jeden Vollstrecker und Resonator, den dein Gegner kontrolliert. Darf du bestimmen oder ich? Du darfst den ersten bestimmen. Okay, dann ist die Zofe verbannt. Okay. Diese kleinen Würfel. Ja, sie bleiben nicht lange da. Ach so, weil die Resonatoren gleich alle verpufft sind. So, ich glaube, ich muss gleich mal anfangen, ernst zu machen. Zu Hause lief das Deck besser. So, und jetzt für eine. Spiele ich ja Shamaru. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zerstöre einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert und auf dem mindestens eine 100-110-Marke liegt. Gut, welche darf es sein? Ja, ich denke, die Invasionstruppe war einmal. Dann ist die weg. Der kleine Würfel. Genau. Verbannen oder? Nee, nochmal kaputt. Die sind kaputt, genau.
Meine Muse ist noch da. Genau. Das heißt, außer Yashamaru, den lege ich mal in die zweite Reihe, langsam wird es hier voll. Ist, ja, ist das alles eine plus 100 Mark oder einfach nur generell? Das ist eine 100-100, genau. Also hat sie jetzt 500, 700. Genau, hat sie. Hat sie. So. Ja. Und wenn ein Resonator von der Spielfeldseite deines Gegners auf den Friedhof gelegt wurde, wie es der Fall war, erschöpfe einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert. Ist erschöpft. Gut. Und dann greift es auch für 300 an. Kriege ich 300 oder greifst du die Mose an? Der verpufft, ne? Sagt besagte der Effekt. Yep. So ein Moment. Heißt, du musst schon dann, direkt... Dann muss ich noch einmal zurück, weil das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber ich habe hier ja noch eine. Aber will ich das schon? Will ich das schon? Kannst du das mit dem Benennen jeden Spielzug machen? Nee, nur wenn es ins Spiel kommt. Ach so, dann ist das ja. Dann ist das ja eigentlich. Ne? Ja. Hm. Kannst du nicht mehr blocken, ne? Nee. Komm, auf einen spiele ich noch das Blut des Mikage auf Sinka. Also ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält 800, 800. Boah, hat sie eins. Mit 1, 4, 1, bis 5. Zum Ende des Spielzuges. Danach muss ich sie zerstören. Ein bisschen wie vergifteter Apfel. Mhm. Aber sie würde dann mal rüberkommen. Dann hat sie 1, 5 oder 1, 4? Nein. Die hat 1, 5. Ja, 1, 5. 1, 5 Schaden, genau. Dann bin ich runter auf 2, 5. Das ist mir immer noch zu viel. Komm, machen wir 1,5 draus. Machen wir 1,5 draus. Genau. Mist. Das gefällt mir gar nicht, die Entwicklung. Ich sag doch, Yoshi war ein Diskriminendecke. So, ich würde abgeben, das heißt Rinka ist weg. Rinka war einmal. Ja, jetzt endlich ziehe ich mal was ich auch gebrauchen kann. Hm. Ja, erstmal machen wir uns noch ein Spiel stehen. Mir nicht. Schön, wenn alle angenervt sind. Wie war das, Lukas? So. Für zwei eine Zofe. Mhm. Kennt man ja schon. Ja, genau. Jetzt ziehe ich alle Karten hintereinander. Ja, ich brauche das. Ich behalte dich im Auge. So. Dann für weitere zwei spiele ich Shangri-La. Alle Wasserresonatoren erhalten plus 100, solange ich 5 oder mehr Karten auf der Hand habe, nochmal plus 100. Ja, das ist der Fall. Gut, dann Gesehr. Vorsprung gleich. Wir haben 500, 500. Ich glaube, meine Muse greift mal eine von den beiden an. Mhm, beide. Ah, welche war die gefährlichere? Die sind beide nicht mit. Welche war das nochmal mit dem Zerstören? Eine konnte ja zerstören. Ja, und nur 200. Achso, ja, dann geht das ja. Dann nehme ich die andere davon. Also die Saga. Genau. Okay. So, ich habe 7 Handkarten und gebe ab. Mhm. Da habe ich noch nicht mal angefangen. Oh, da sehe ich sonst
Nee, 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 das ist nicht. Mit Zeit, dass Valentina gleich selber auch mal was macht. Okay. Wenn sie dazu noch kommen würde. Ich kann mich aber nicht mal an das Sideboard erinnern, was ich von da habe. Also ich weiß, dass ich dann noch mal mir das rausgenommen habe. Ich warte noch und dann fange ich richtig an zu nerven. Ja, dann weiß ich noch mal, wo eine Lehre würde herkommen. Nee, jetzt nerve ich. Oh, danke. Jetzt bleibe ich anzunehmen. Also. Für drei. Spiele ich erstmal Alucard, Blutsauger, der Nobelmann. Alle anderen Vampire bekommen plus 200. Das gefällt mir so gar nicht. Ja. Ich weiß aber, wie du es benutzt hast. Für drei. Deine Muse geht mir auf den Sack. Oh. Ich steinige sie. Ich habe jetzt eine Rolle. Störe einen Resonator in einer Wahl. So. Meine arme Muse. Jetzt habe ich nur noch eine Zofe. Die hat jetzt? 600. Tja. Dann ist die Zofe auch kaputt. Mit 700. Das ist ja dein Stärke. Hat ja Ziel sicher, ne? Ach ja. Aber sie hat sie. Ah, nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Okay, dann greife ich so mit 700 an. Entschuldige. Dann gehen sie nur auf den Senkel. Ja, ich kann ja auch durchlassen. Und du kannst auch durchlassen, natürlich. Dann lass mich durch. Dann gehe ich auf 800 runter. Okay. Ich brauche meine Zofe noch. Trostgummibärchen. Ja, Trostgummibärchen. Dann bitteschön. Jetzt sehe ich nicht mehr das, was ich brauche. Nicht schlimm. Das war klar. Aber ich habe mein Urteil verschenkt. Aber ich habe immer Zaubersteine gezogen. Alles gut. So machen oder will ich das jetzt so machen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe noch auf Tätige. Das ist nicht gut. Ich spreche Ihr Urteil. Und wenn sie Ihr Urteil spricht, dann darf ich einen Zauberstein hervorrufen. Ja, ruf mal. Jo, habe ich wenigstens wieder 4. Und sie hat 500 plus? Nee, das ist nur für Resonatoren. Ach aber so. Sie kriegt plus 100 für jede Handkarte. Okay. Ich habe 8, das heißt, ich muss noch was ausspielen. Was könnte mich denn da noch so ein bisschen nerven? Es liegt noch gar nicht, weil ich es noch nicht gezogen habe. Will ich das jetzt so machen oder so machen? So viele Möglichkeiten und so wenig Zaubersteine. Ich weiß, aber du kannst den Angriff nicht verhindern. Oder? Über Angriff ist auch deklariert. Sobald du in die Kampfphase gegangen bist und den Angriff deklariert hast, ist er deklariert. Ja, das machen wir so, um noch ein bisschen zu nerven. Ich spiele Valentina, die Marionettenspielerin. Du musstest du ja noch kennen. Dass ich mir was von dir mopseln darf. Bitte schön. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den, der da so zwei... Oh, Alucard. Mhm. 1000 mit... Du willst mal einen Bonus, ja? Dann so viele Vampire raus. Ja, aber auch. Machst du fertig? Ich überlege noch. Die hat 500 jetzt. Mittlerweile ja. Handkarten, das ist gut. Meine Zofe greift sie mal an mit 600. Mhm. Oh, die restlichen können noch nichts machen, dann gebe ich ab. Ja. Okay. Ich ziehe.
100 plus 900, dann kriege ich 10 oder mehr Karten hinaus. Nein, diese Erkenntnis. Aha. Und Zauberstein? Ja, nehme ich mir auch. Spielt die erneut die Mikado-Schwester? Und ein kriegt eine Marionettenherrscherin. Pems. Oh, jetzt wird es auch noch edel. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt hat sie nur noch 600, 600. Ich brauche noch einen Shangri-La. 600, 600? Ach so. Wegen dem kriegt sie ja 200. Ja, ja. Genau. Das heißt, jetzt hat sie 600, 600. Mhm. Außer ich spiele noch einen Shangri-La, dann hat sie wieder 800, 800. Bitte. Das wäre unklug, ne? Ja, dann will ich. Die Karte brauche ich gar nicht. Ich habe 6. Damit kann man doch bestimmt irgendeinen Blödsinn machen. Wieso, weil ich Blödsinn machen kann? Mhm. Und weil du meinen Akkulad hast. Mhm. Das finde ich nicht gut. Ich hingegen sehr. Mhm. Ist mir klar. Nee, 300, 500, 500. Was konnte die nochmal? Die... Der Schwammabu. Der Effekt verpufft, wenn er auf dem Feld ist. Achso. Ist wie bei deiner Zofe, der ist einmalig. Achso. Beim Ausspielen. Ach, bei Enter the Battlefield mäßig. Mhm. Danach ist ein ganz normaler Resonator. So. Jetzt fange ich an, ein bisschen richtig Blödsinn zu machen. Der Rattenfänger. Ja, letztes Mal so. Ja, mal gucken, was wird denn jetzt getappt? Ja, das 500, 500, ne? Mhm. Ich würde den Effekt dann nutzen. Diese Karte fügt deinem Gegner 200 Schaden zu. Mhm. Und du erhältst 200 Lebenspunkte. Gehe ich runter auf 600? Genau. Das muss ich gleich mal ein bisschen ändern. Und zwar geben wir ihm jetzt auch noch die Flöte. Zusammen konnte das dann? Wenn er angreift, kann ich einen Resonator tappen. Und für einen blauen Wasserschein kann ich ihn wieder erholen. Ach, das war das fiese Ding? Mhm. Das wird Zeit, dass der wegkommt. So, meine Zofe greift an. Mhm. 600, 600. Mhm. Nee, dich. Ist ein Ziel sicher? Ja, aber die greift an. Ja, aber muss ich das durchlassen? Musst du nicht. Siehst du? Ich war am Überleben. Gut, ja. Dann greift sie mich an. Jetzt sind wir bei 3, 4. Mhm. Ich kann es beurteilen. Um den Kraus ist von der Entscheidung. Ja, greift der Alucard an. Er hatte 600, ne? Sind wir bei 3,6. Ich hatte 2. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Ja, ja. Er sagt, der Alucard greift auch an. Für 600. Ja. Mhm. Sind wir bei 3,000. Oh.
Und Valentina gibt sich auch mal die Ehre. Die hat 2, 4, die hat 1, 1. Glücklich. Und dann gebe ich auf. Nicht die Trolle in den Schuhen auch noch? Nö. Da würde sie sich ja zum Ziel machen. Nee, nee. Nicht die Trolle in den Schuhen. So, ich hole mir jetzt keinen Zauberstein. Oh, jetzt kommt das Urteil. So. Ich brauche sofort meine Todesanzeige. Ach nee, nein, Urteil kommt nicht. Ich kann mir einen Zauberstein holen. Ist doch Todesanzeige. Nee. Nein. Geht um was anderes. Ich muss, obwohl. Die wird ja auch noch erholt. Die habe ich gar nicht mehr gesehen. Die wird nicht erholt. Wegen dem Rattenfinger. Dann vergisst du den Zauberstab. Ich hole mir doch keinen Zauberstab. Weil ich habe ja einen Vampir. Das ist Bedingung. Ich muss einen Vampir haben. So. Und für. Das ist teuer. Ich habe ihn selber mal gespielt. Das ist teuer. Für 3. Spiele ich. Es gibt halt so Lapisbegierde. Zerstöre einen Resonator. Deiner Wahl. Und das tut weh. Und das ist der Rattenfänger. Und sein Beherrscher. Wie viele Lebenspunkte? 400. Dann habe ich hinterher noch 200. Immerhin. So. Verdammt, ich wollte nächste Runde das Spiel beenden. Hätte ich mit dem Rattenfänger sogar hinkriegen können. Und jetzt urteile ich, weil ich habe einen auf den Friedhof geschickt. Mhm. Also, Urteilskosten sind, du kannst diese Fähigkeit nur aktivieren, falls du einen Vampir-Resonator kontrollierst und in diesem Spielzug einen Resonator, den dein Gegner kontrolliert hat, auf den Friedhof gelegt hat. Ein armer Rattenfänger. Genau. So, und jetzt? Ja. Ist er flugfähig und unbesiegbar? So fair muss man sein. Dauert. Immer wenn ein Resonator, den dein Gegner kontrolliert, auf den Spielzug gelegt wird. Weil dann kommt er unter deiner Kontrolle ins Spiel. Lege ich ihn unter meiner Kontrolle? Du kennst den Herrscher. Ich habe ihn selbst mal gespielt, ja. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Nee, ich noch verloren. Ja, aber. Aber jetzt kann ich es gleich wieder erholen. Ja, deswegen. Die Entwicklung gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Man darf es auch so machen. Wieso? Los. Ich halte mich mit 200 Lebenspunkten über Wasser. Erste Runde? Ja. Ich habe leider meinen Rattenfänger von Hamel mit Flöte weggeschossen. Jetzt wird die nächste Runde beendet. Ja. Dann gebe ich ab. Und ja, ich weiß, du magst es nicht, ich bin doof, etc. Aber die habe ich nicht trotzdem. Da drüben ist es mir zu schmerzhaft so zu gucken. Warum? So gnadenlos. Alles klar. Ich kann, ich weiß über beide Spielsituationen Bescheid und dann sehe ich, wie das ausgespielt wird und denke mir so, so viel Potenzial. So viel Potenzial. Ich könnte so viel mehr machen. Aber dieses Deck. Für 0. Mhm. Die Todessense. Ach, du bist schon doof. Ich packe dir die nach, wenn du haben willst. Die ist lustig. Valentino kommt mal vorbei. Gestampft. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 3000, 3. Wenn ich jetzt mit meinem blocke und der ist unbesiegbar, kann ich das Urteil widersprechen? Nein, weil die sagt, natürlich unbesiegbar. Neutralisiert.
unbesiegbar. Wie viel hat sie? 1300. Wie synchron das jetzt kam. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelchen Bockmist baue. Ich muss nur richtig ziehen. Ein zweites Shangri-La. Ja, ich habe einen Herzfisch. Was zum Geier? Was denn Scheiß? Die da hinten drehen durch. Hey. Ich mag dich gar nicht mehr. Er hat doch nur 800, 800, das geht doch noch. Was siehst du so gut? Was siehst du so gut? Vor allem die Welt bewegen. Für zwei spiele ich die Weissagung. Ich darf zwei Karten ziehen. Ich hoffe, dass da jetzt noch ein Shangri-La drunter ist. Nein, ist es nicht. Ach, wie viel kann man eigentlich auch mehrere signieren? Auf einen Vollstrecker sprechen? Das ist keine Karte, die du auf den Vollstrecker sprichst. Das ist einfach eine kleine Karte auf dem Feld. Das ist nicht sowas wie eine Ausrüstung oder besser gesagt ein Zusatz, sondern es ist einfach eine kleine Karte auf dem Feld. Dann muss ich die woanders hinlegen. Lege ich die einfach damit hin. Du brauchst auch keinen Vollstrecker auf dem Feld haben, um sie ausspielen zu können. Du kannst sie theoretisch dann eins legen. Tust du dir wieder weh? Wer, ich? Naja, das Match ist interessanter. Dankeschön. Oh, ja. Tut mir leid, ein Midrange-Vampir-Deck gegen ein blaues Kontroll-Deck, das ist nicht gerade das spannendste Matchup, wenn ich hier neben mir Burn gegen Red-Green-Aggro sehen kann. Wie fies. Für zwei. Die Invasionstruppen sind wieder da. Mit 2, 3, 4, 5, 6. Mit 4. Über 1000. Meine ich wäre ein Robben. Sind da die ein oder zwei Runden? Ich habe auch keine Kreditkarte. Dralure Dracula kann fliegen. Nicht? Ich kann nichts dagegen machen. Gar nicht. Das ging über eine separate Aktion bei Dark Souls. Der Alucard greift an. 600? Nein. Doch, 600. Doch, 600. Der ist von Shangri-La ja nicht beeinflusst. Nehme ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Verdammt, mein ganzer Plan ist rund. Ich bin sowieso nächste Runde hinüber, weil Alucard gleich nur angreifen muss. Von daher. Ich würde sagen, das ist dein Spiel, weil die beiden angreifen, du blockst einfach und danach greifst du mit Alucard an. Deine Truppen können noch nicht. Ja. Ja, du hättest noch zwei Resonatoren. Einen Schaden müsste ich noch nehmen, das stimmt. Genau, greift jetzt Mrs. Holzschuh an. Für 800. Ja. Die block ich. Ja, und dann greift die Zofa an, die ist dann einfach im Eimer, dann kannst du mit Dracula und dann ist das genau. Ende. Dann hast du das gewonnen. Ach ja, und das hatte ich vorhin gezogen. Bei Warnung muss man meine Lieblingskarten. Ach ja, und die. Ja, meine Pantoffel. Die Pantoffel.